Seit dem 15. September 2020 ist der Deutsche Bundestag um ein Kunstwerk reicher. Der Maler Oliver Jordan hat den ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert in Öl auf Leinwand verewigt. Zur Präsentation des Bildes lud Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ins Paul-Löbe-Haus ein. Die ersten Worte gingen dabei an den Porträtierten persönlich. Also alle ehemaligen Amtsinhaber stellen sich einem Porträtisten eigener Wahl. Es gäbe ohne sie diese Galerie in dieser Form gar nicht. Jeder, der sie kennt, weiß, dass dem Politiker und dem Menschen Norbert Lammert Kunst und Kultur besonders am Herzen liegen. Sie waren drei Legislaturperioden Präsident des Deutschen Bundestages. Und das, meine Damen und Herren, war ein doppeltes Glück für unsere parlamentarische Demokratie, denn Sie waren ein herausragender Präsident. Aber es war auch ein Glück für die Kunst im Deutschen Bundestag. Kunst ist im Deutschen Bundestag ein großes Thema. Und Norbert Lammert war es, der die Galerie der Präsidenten des Deutschen Bundestages angeregt hat. Der Grund für die Idee war, dass ich bei vielen Besuchen in Parlamenten der Welt Porträtgalerien kennengelernt habe, die teilweise Jahrhunderte zurückreichen. Dagegen gibt es fast kein anderes Parlament in der Welt, das sich so intensiv und offensiv mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzt, wie das im Deutschen Bundestag der Fall ist. Und das habe ich dann immer als ein etwas kurioses Missverhältnis empfunden, das ausgeprägte Interesse dieses Parlaments an der Beteiligung und an der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Künstlern und dem völligen Fehlen dieser Tradition, als schlösse das eine das andere aus. Und als ich dann feststellte, dass wir von früheren Präsidenten Porträts hatten, lag die Schlussfolgerung eigentlich nahe, daraus eine Galerie zu entwickeln, die wir nur um die glücklicherweise noch lebenden letzten Präsidenten ergänzen mussten. Das Werk von Oliver Jordan ist das 12. Porträt und vervollständigt die Galerie der ehemaligen Parlamentspräsidenten und Präsidentinnen. Mimik und Charakterzüge, der im Gesicht zusammengefasste Ausdruck der Persönlichkeit. Und eigentlich spiegelt nichts besser die Persönlichkeit wider als ein Porträt. Ein gutes Porträt muss Widerhaken haben, hat Norbert Lammert einmal gesagt. Und deshalb sei es auch plausibel, dass Porträts dem Porträtierten häufig nicht gefallen. Das ist jetzt Ihr Problem, Herr Lammert, was Sie damit machen. Aber so wie wir Sie kennen, werden Sie auch diese Klippe souverän umschiffen. Der Maler Oliver Jordan hat in seinem Atelier gleich mehrere Porträts von Norbert Lammert gemalt. Seit über 40 Jahren beschäftigt er sich mit dem menschlichen Gesicht. Sein Werk zählt mehr als 1000 Porträts, von Iggy Pop über Albert Camus und Rembrandt bis hin zum 72 Quadratmeter großen Triptychon mit den Komponisten Gustav Mahler, Igor Strawinsky und Arnold Schönberg. Norbert Lammert hat er als Redner gemalt. Norbert Lammert verfügt beim Reden über ein großes Arsenal von subtilen Gesichtsausdrücken. Die Gesichtszüge haben eine gewisse Schärfe und Präsenz und strahlen gleichzeitig Milde gepaart mit feiner Ironie und feinem Humor aus. Dies alles zu einem Bild zusammenzufügen, war eine spannende Herausforderung. Ein Porträt ist immer nur eine Annäherung an die komplexe Wirklichkeit. Mein Anliegen war, bei diesem Bild, das nun hier hängt, Norbert Lammert als zugänglichen Politiker und Menschen darzustellen. Als jemanden, der für die Demokratie brennt, der auf Augenhöhe seinen Mitmenschen begegnen will. Oliver Jordan hat seine ganz besondere Art, die Porträtierten zu studieren und ihnen so besonders nahe zu kommen. Es gehört zu den angenehmen Überraschungen meiner Besuche im Atelier,
dass Oliver Jordan mich da nicht hinbestellt hatte, um zu den berühmt-berüchtigten Sitzungen zu laden, sondern um mit mir zu reden. Er wollte mich kennenlernen. In meiner Anwesenheit hat er keinen einzigen Pinselstrich gemacht, was ja eigentlich zu den schlimmsten Befürchtungen Anlass gibt. Mich aber keinen Augenblick ernsthaft irritiert hat. Und dann hat er mir irgendwann das Ergebnis präsentiert, oder genauer gesagt gleich mehrere, bei denen es wiederum nicht so leicht war zu sagen, dieses und nicht jenes, schon gar dann nicht, wenn man an der ernsthaften Einschätzung auch am Ende festhalten will, dass es nicht darauf ankommt, wie dem Porträtierten sein Bild gefällt, sondern wie nah es den Absichten kommt, die mit der Auftragsvergabe eigentlich verbunden werden. Die Galerie der Bundestagspräsidenten ist nun nicht nur um ein Kunstwerk gewachsen, sondern hat auch an Bandbreite gewonnen. Im Übrigen die kleine, aber inzwischen angewachsene Galerie der Präsidenten des Deutschen Bundestages seit 1949 ist ja auch so etwas wie eine kleine Stilgeschichte der Porträtmalerei der letzten 70 Jahre mit ganz unterschiedlichen, unverwechselbaren Handschriften. Oliver Jordan fügt nun seine eigene, kräftige, ganz zweifellos wieder unverwechselbare Handschrift hinzu. Die Galerie der Bundestagspräsidenten und Präsidentinnen kann im Rahmen einer Besucherführung besichtigt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter bundestag.de/besucher.